Hallo meine Lieben und willkommen zurück. Heute basteln wir verschiedene Lesezeichen zum Thema Herbst, Halloween, Gruseln. Fangen wir an, was brauchen wir? Buntes Tonpapier, ich verwende heute vor allem Orange, Schwarz, Grün und auch Braun. Hier habe ich aber nochmal verschiedenere Farben. Ihr könnt natürlich auch andere Farben verwenden. Das ist jetzt nur ein Vorschlag. Genau, so sieht der Block aus. Dann ganz wichtig ein Klebestift. Ich habe hier den von Uhu Stick. Dann ein Stück Band, damit ihr ein Loch ins Lesezeichen machen könnt. Damit ihr immer wieder die Stelle findet, wo ihr aufgehört habt zu lesen. Und hier habe ich noch Wackelaugen. Die passen heute sehr gut zum Thema. Fangen wir an. Das Stück Papier, was ihr euch vor euch nehmt, die Seiten sollen gleich lang sein. Also es soll quadratisch sein, das Stück Papier. Wir falten das erstmal in die Mitte, Spitze an Spitze. Der nächste Schritt ist, dass ihr die beiden Ecken von rechts und links an die obere Kanne faltet. Dann entsteht sozusagen ein kleines Quadrat. Dann zieht ihr das Ganze wieder auseinander. Die untere Spitze faltet ihr wieder nach oben. Da entsteht so ein Mittelpunkt von der linken und rechten Falte. Dann wieder das Ganze zusammen in ein Paket. Und jetzt folgt auch schon der letzte Schritt von der Falttechnik. Zwar, ihr seht jetzt, dass wir hier diese Spitze nach unten gefaltet haben, und jetzt falten wir diese zwei Schlaufen einfach nach unten rein, wie in eine kleine Tüte. Schön Kante an Kante, damit das sauber aussieht. Und jetzt haben wir schon mal unsere Basis, und zwar dieses kleine Hütchen. Jetzt können wir damit ganz kreativ Figuren draus basteln. Dazu nehme ich mir ein Stück von dem grünen Papier und ein Stück von dem schwarzen und zeichne die Elemente vor, die ich ausstellen möchte, um mein erstes Lesezeichen zu gestalten. Vielleicht könnt ihr jetzt schon ahnen, um was für eine kleine Figur es geht. Weil wir ja das Thema Halloween, Grusel hatten, benutze ich jetzt auch die erkennbaren Farben Orange und Schwarz, die dazu sehr gut passen, und habe jetzt hier einen kleinen Mund. Und einen kleinen Zopf und möchte daraus einen lustigen Kürbis mit Augen und Mund gestalten. Deswegen klebe ich jetzt das Ganze an die richtigen Stellen von meinem kleinen Hütchen. Das kommt nach oben.
Und der Mund, der kommt auf die untere Lasche. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch die Augen. Ich nehme da die ganz großen für. Die Wackelaugen sind selbstklebend, das ist der hier sehr praktisch. Muss man einfach nur das äußere Papier abreißen und raufkleben und dann klebt es schon super gut. So, jetzt bin ich eigentlich schon fertig mit meiner ersten Variante. Ich zeige euch jetzt mal in einem Buch, wie das dann aussieht, das Ganze. So. Jetzt machen wir ein ganz klassisches Lesezeichen, das ihr wahrscheinlich auch kennt. Einfach ein Stück rechteckiges Papier, was man in die Seiten reinlegen kann. Dazu falte ich die ganze Sache wieder, nehme mir die Schere zur Hilfe, damit die Kante scharf sind und ich besser das Papier reißen kann. So habe ich ein rechteckiges Stück Papier, ohne schneiden zu müssen. So, noch eine kleine Schönheitskorrektur an der Seite. Das habe ich jetzt mit der Schere gemacht. Ich schneide jetzt einen zweiten Hintergrund für das Rechteck, was wir jetzt das Orange haben. Das Rechteck, das Orange, ist sozusagen unsere Basis. Und das, was ich jetzt gerade schneide, ist mein Hintergrund, einen dunklen, gruseligen, schwarzen Hintergrund. Außerdem nehme ich noch ein drittes Element dazu, damit wir verschiedene Farben für dieses Lesezeichen benutzt haben. Sieht dann ein bisschen spannender aus. Und klebe dieses Rechteck, was etwas kleiner ist als das Orangene, klebe ich gleich auf das Orange rauf. Und dann die dritte Schicht, nämlich die schwarze, mit einem Muster ausgeschnittene Papierform, die ich dann zusätzlich draufklebe. Also wir haben insgesamt drei Schichten. So, wie gesagt, jetzt klebe ich das alles aufeinander. Die orange Schicht ist unsere Basis, die braune Schicht ist unsere zweite Lage und die dritte die schwarze.
Jetzt klebe ich verschiedene Größen der Wackelaugen auf als Paare und verteile diese Paare auf die schwarze Oberfläche. Dann piekse ich ein Loch nach oben und ziehe eine Schleife durch, damit ich das Lesezeichen schnell finden kann. Das dritte Lesezeichen geht genau nach dem gleichen Prinzip wie das erste. Ich baue hier erstmal das Origami, und zwar wie bei dem Kürbis, und dekoriere das Ganze einfach anders und mache daraus eine kleine Fledermaus. Das Schwarze sind die Zähne, die habe ich einfach zwei kleine Quadrate ausgeschnitten. Von den restlichen schwarzen Papier klebt das obere Dreieck des Quadrats nach unten an, sodass nur noch ein kleines Dreieck nach unten mit der Spitze zuläuft und angeklebt ist. Dann kommen auch hier noch zwei Wackelaugen rauf und der letzte Schritt, zwei kleine Flügel, die ich hinter den Augen sozusagen anklebe. So, und dann sind wir auch fertig mit der dritten Version. Unsere kleine Fledermaus sind hier unsere drei Exemplare. Ich hoffe, ihr habt Spaß, das nachzubasteln und habt noch einen schönen November. Bis ganz bald und bleibt gesund.